Ich fühle mich mit dieser Frisur gut 20 Jahre jünger, als ich eigentlich bin. Besser als Botox. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein IKEA-Haul, denn wie ihr wisst, ich bin umgezogen, auch wenn das jetzt schon wieder ein Weilchen her ist. Das sind ein paar Monate inzwischen. Aber ich habe die Wohnung immer noch nicht fertig eingerichtet. Die Frage ist, wann das jemals der Fall sein wird. Aber was soll's. Deswegen habe ich den einen oder anderen IKEA-Trip gemacht. Denn ich sage euch gleich, das ist alles nicht bei einem Mal entstanden, sondern es waren Denkprozesse. Aber da so ein bisschen was zusammengekommen ist, dachte ich mir, ich zeige euch das einfach mal, weil euch sowas immer interessiert. Gerade wenn ihr meine Vlogs verfolgt, seht ihr ohnehin immer, wie es mit der Wohnung so vorangeht. Also für alle, die da noch nicht so mit am Start sind, ich verlinke euch gerne mal den einen oder anderen Vlog da oben. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Haul an. Ich hätte gesagt, wir fangen ganz basic an. Etwas, was in eigentlich jedem IKEA-Haul vorkommt. Und zwar ist das eine Kerze. Denn ganz ehrlich, wer geht zu IKEA und geht an den Kerzen vorbei? Ich kenne so gut wie niemanden. Tatsächlich sieht man, dass die hier schon ganz gut angebraucht ist. Das ist eine von diesen, die bis zu 40 Stunden brennen, in der Duftrichtung Mango, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe noch eine zweite mitgenommen, die war, glaube ich, Vanille oder Passionsfrucht. Die ist tatsächlich schon ziemlich heruntergebrannt. Die steht in meinem Badezimmer und ist nicht mehr ganz so ansehnlich. Ich nutze diese Kerzen wirklich ohne Ende. Gerade wenn ich bade, finde ich es super angenehm, im Kerzenschein da zu liegen, entweder eine Serie zu gucken oder ein bisschen Buch zu lesen und einfach im warmen Wasser zu entspannen. Deswegen dürfen Kerzen bei mir einfach nie fehlen, noch dazu mit so einem tollen Geruch. Und bleiben wir bei Basic-Teilen. Ich habe mir zu meinem Geschirrset, das schon, ich glaube, um die 4 Jahre alt ist, doch müsste circa 4 Jahre alt sein. Das habe ich mir gekauft, als ich in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, also in die vor dieser hier. Und ich hatte nach meiner Zeit in der WG so einen kleinen Anfall von, ich bin ein Mädchen und ich muss alles in rosa haben, und deswegen ist mein Geschirr dann rosa geworden. Womit ich bis heute eigentlich ganz gut leben kann. Auch sonst wurde sich noch in keine Richtung großartig beschwert. Es wird manchmal ein bisschen belächelt, aber ich kann damit sehr gut leben. Und ich hatte immer nur die großen Teller, die etwas kleineren Teller und dann diese ganz kleinen Schüsseln. Und es hat mich immer gestört, dass ich keine wirklichen Suppenteller hatte oder etwas für Spaghetti. Und da habe ich jetzt letztens bei IKEA gesehen, dass sie da anscheinend was an dem Sortiment geändert haben. Ich weiß nicht, ob es das schon lange gibt. Mir ist es zumindest nicht aufgefallen, aber ich war auch jetzt nicht mehr so viel in der Geschirrabteilung, muss ich zugeben. Es gibt nämlich jetzt genau diese Suppenteller, nach denen ich gesucht habe. Und dann habe ich, weil es das auch noch dazu gab, mir noch so einen kleinen oder eher großen Servierteller mitgenommen. Ich glaube, dass die generell gedacht sind auch als Essteller. Kann man das so nennen? Aber es stand dabei, kann auch als Servierteller verwendet werden. Von denen habe ich mir jetzt 2 geholt, weil ich sie tatsächlich nur zum Servieren von Wurst, Käseplatten oder ähnliches verwenden möchte. Und von den Suppentellern habe ich mir 6 Stück mitgenommen, da ich auch jeweils 6 von den anderen Tellern habe. Und ich finde es sehr cool, dass es dieses Geschirr generell einfach noch gibt. Das gehört aber, glaube ich, auch wirklich zu den absoluten Basics, die es da so bei IKEA zu finden gibt. Aber hätte ja sein können, dass sie die Farbe irgendwann mal auswechseln, aus dem Sortiment nehmen, wie auch immer. Bleiben wir in der Küche. Etwas, das ich euch jetzt leider gerade nicht in die Kamera halten kann, weil es bereits festgeschraubt ist. Ich habe mir so eine Mülltrennung besorgt, die man herausziehen kann für unter die Spüle. Denn abgesehen davon, dass mir mein Mülleimer mit dem Klappdeckel, den man nie vollständig aufbekommen hat unter der Spüle, wahnsinnig auf die Nerven gegangen ist, wollte ich eben auch so ein bisschen mehr Müll trennen. Und das ist jetzt, wie gesagt, unten am Boden angeschraubt und man kann das dann ganz einfach herausziehen, den Müll hineintun oder auch zum Beutel wechseln. Das ist sehr viel angenehmer als früher. Und dann wieder reinschieben. Daneben steht dann jetzt noch Katzenstreu rum und so. Dann habe ich mir 2 Kisseneinsätze, kann man das so nennen? Ja, halt was Inneres für die Kissenhüllen besorgt.
zweimal in 50x50 für mein Sofa, beziehungsweise vielleicht auch für mein Bett. Ich weiß es noch nicht zu 100%, je nachdem, wie ich das Ganze arrangiere. Ich habe nur gemerkt, dass meine Kissen innen Hüllen, wie auch immer das genau heißt, was da auch immer drinnen ist, das ist bei manchen Kissen schon wirklich sehr zerfleddert und fällt dann ein bisschen auseinander, weil teilweise meine Kissen einfach schon etliche Jahre alt sind und man soll das ja auch nicht wirklich waschen, aber es lässt sich manchmal einfach nicht vermeiden. Dementsprechend musste da mal Ersatz her und da habe ich mir jetzt mal zwei mitgenommen. Was ich mir auch nochmal geholt habe, ist ein weiteres Tischbein für meinen Schreibtisch. Den habe ich mir ja selbst gebaut aus so einer maßangefertigten Platte, die ich bei IKEA in der Fundgrube gefunden hatte. Und auf der einen Seite hatte ich eben so ein Dreieckstischbein und auf der anderen Seite hatte ich einen Alex-Unterschrank für Büroartikel. Den möchte ich generell auch behalten, allerdings werde ich ihn wahrscheinlich neben den Schreibtisch stellen, denn ich habe gemerkt, dass es, weil mein Schreibtischstuhl relativ breit ist, so ein bisschen eng unter dem Schreibtisch wird und deswegen werde ich mir wahrscheinlich das zweite Stuhlbein dran befestigen und eben diese Kommode ein bisschen zur Seite schieben, einfach damit da mehr Beinfreiheit ist. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir antue, dieses Stuhlbein auch nochmal komplett Gold anzusprühen, so wie ich das mit dem anderen gemacht habe, aber wenn, dann halte ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es war nur so derartig anstrengend, aber gut, jetzt liegt wenigstens kein Schnee mehr, wenn ich diesen Blödsinn mache. Das heißt, es kann nur praktischer werden. Dann habe ich mir zweimal so eine Bilderleiste hier geholt. Die ist relativ lang, ich kann sie da recht gut durchs Bild schieben und ihr werdet trotzdem nicht die ganze sehen. Das ist nämlich eine, ich glaube, 115 cm Bilderleiste. Davon habe ich mir zwei geholt. Eine habt ihr vielleicht auch schon in meinen Vlogs gesehen. Die habe ich bei meiner Wandverkleidung im Wohnzimmer montiert und diese zweite hier kommt ins Schlafzimmer über mein Bett. Da möchte ich nämlich dann so ein paar Bilder aufstellen und auch so generell Kleinkram. Und ja, die finde ich ganz cool. Ich hatte lange überlegt, ob ich die zweite auch noch über meine Wandverkleidung montiere, aber ich glaube, das wäre dann so ein bisschen too much. Außerdem wüsste ich nicht, was ich da noch großartig im Wohnzimmer draufstellen soll. Deswegen kommt die auf jeden Fall ins Schlafzimmer. Dann habe ich mir noch diesen Pflanzenübertopf, glaube ich, ist das, geholt. Der war auch in der Fundgrube, der hat 4,99 € gekostet. Da steht leider nicht drauf, wie viel der ursprünglich gekostet hat. Das hätte mich tatsächlich auch sehr interessiert, aber ja, man kann das entweder, glaube ich, als Vase oder vielleicht auch als Kerzenhalter verwenden. Ich habe da jetzt eine Pflanze drin stehen. Und apropos Vase bzw. Pflanze, da habe ich noch zwei Dinge. Und zwar zum einen diese Pflanze hier. Das ist, wenn ihr genau aufgepasst habt, eine andere als die, die da sonst immer stand. Das ist, glaube ich, so ein Palmenverschnitt. Ich weiß leider nicht genau, wie die heißt. Vielleicht pflanzenbegabtere Menschen, helft mir. Und dann habe ich noch eine Vase, wo ich jetzt kurz versuche, die herzuholen, ohne irgendwas dabei zu zerstören. Moment. Hier ist sie, aber auch die passt nicht so komplett ins Bild. Und ja, da sind schon so ein paar Palmkätzchen und sonstiger Dekokram drin. Deswegen war das jetzt ein bisschen schwierig, das alles zu manövrieren. Aber das ist auf jeden Fall so eine Bodenstandvase. Dachte ich zumindest, dass ich sie verwenden werde. Im Endeffekt steht jetzt sowieso auf meinem Sideboard, aber naja, Pläne ändern sich. Ursprünglich wollte ich da auch so Pampasgras und sowas reintun. Werde ich wahrscheinlich machen, wenn dann die Osterzeit vorbei ist und ich dieses Gestrüpp hier wieder losgeworden bin. Aber ja, so viel zur Vase. Und dann noch eine allerletzte Sache, von der ich euch auch nur erzählen kann, beziehungsweise ich kann euch gerne ein Bild einblenden während des Transportprozesses. Das ist nämlich eine Taschenfederkernmatratze, die ich auch in der Fundgrube gefunden habe. Und es war ein kleiner Kampf, die nach Hause zu bringen, beziehungsweise nicht nur, dass es schwierig war, sie ins Auto zu bekommen, auch aus dem Auto und dann rauf in den vierten Stock. Allerdings wird es zu dieser Matratze wahrscheinlich ein ganzes Storytime-Video geben, denn diese Matratze war der Grund, weshalb ich mir eigentlich kurzzeitig geschworen hatte, nie wieder bei IKEA einzukaufen, so wie meine Mutter und ich dort behandelt wurden, als wir diese Matratze gekauft haben.
Ich hätte mich am liebsten mit einem der Mitarbeiter dort geprügelt, aber es hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht. Deswegen reden wir nicht weiter drüber. Wie gesagt, wahrscheinlich kommt da irgendwann mal ein Video dazu, wo ich euch das genauer erzähle. Auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem Video hier heute. Ich hoffe natürlich sehr, dass, wenn es euch gefallen hat, ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Außerdem findet ihr jetzt seitlich hier zwei meiner letzten Videos und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Außerdem freue ich mich wie immer, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!